Und dann sind übrigens zugelassen worden Leerverkäufe, nur bis 2008, jetzt sind sie nicht mehr zugelassen, aber auch da will ich Ihnen einmal erklären, was das ist. Ein Leerverkauf ist, dass Sie an die Börse gehen und sagen, also ich habe gerade im Lotto gewonnen, habe so 10.000 und ich behaupte mal, die Aktien des Chemiekonzerns X werden bis Ende Juli an Wert verlieren. Dann sagt die Börse, ach, das sehen wir anders, die wird im Wert gleich bleiben oder sogar steigen. Dann zahlen Sie 10.000 Euro ein und wenn die an Wert verlieren, kriegen Sie 15.000 Euro raus. Wenn die aber nicht an Wert verliert, haben Sie Pech gehabt, sind Sie Ihre 10.000 Euro los. Das ist nicht Börse, das ist Spielcasino. Nur beim Spielcasino gibt es Regeln. Wenn Sie abhängig krank sind, dürfen Sie gar nicht ins Spielcasino rein. Aber an die Börse darf jeder. Also verstehen Sie, das ist eine solche Zweckentfremdung, was dort organisiert worden ist, dass ich sage, es ist nicht länger hinnehmbar. Das alles hat dazu beigetragen, weil Ihnen die Regierung immer sagt, sie kann nichts für die Krise. Das ist ein Irrtum. Sie hat die Bedingungen dafür geschaffen, dass die Krise in Deutschland so durchschlagen konnte, wie sie jetzt beginnt durchzuschlagen. Und jetzt wirkt die Regierung ja so, als ob sie handelt. Aber ich sage Ihnen, wir haben es beantragt, Hedgefonds zu verbieten. Sie hat es abgelehnt. Es gibt keinen Gesetzentwurf von ihr. Wir haben gesagt, Zweckgesellschaften entweder der Kontrolle unterstellen oder verbieten. Sie haben es abgelehnt. Es gibt keinen Gesetzentwurf von ihr. Wir haben eine wirksame Aufsicht beantragt. Wir haben beantragt, wirklich wirksam gegen Steueroasen vorzugehen. Das alles hat nicht funktioniert, auch was Währungsspekulation, Wechselkurse und vieles andere betrifft. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Und trotzdem ist ja eins interessant. Jetzt haben wir, das werde ich Ihnen gleich erläutern, weil es ganz unideologisch ist, gesagt, wir müssen die großen Privatbanken jetzt vergesellschaften. Also man kann sie ja organisieren wie Sparkassen oder genossenschaftlich oder verstaatlichen. Und natürlich sagen alle, um Gottes Willen, jetzt, die wollen ja wieder lauter VEBs gründen. Alles Blödsinn. Ich sage Ihnen mal die Wahrheit, was dahinter steckt. Die Privatbanken misstrauen sich. Die eine Privatbank geht davon aus, dass die nächste doch in 6 Monaten pleite geht. Ergo geben die sich gegenseitig keine Kredite. Wenn sie sich Kredite geben, verlangen sie einen riesigen Aufschlag, sodass die Kredite wahnsinnig teuer sind. Wenn die Kredite so teuer sind oder die Banken keine Kredite bekommen, können sie die Realwirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger ihrerseits nicht mit Krediten versorgen oder nur mit so teuren, dass die gar nicht zu bezahlen sind. Jetzt haben wir gesagt, die Bundesrepublik Deutschland geht nicht so schnell in Insolvenz. Die ginge ja erst dann in Insolvenz, wenn die Zinslasten höher sind als die Einnahmen. Davon sind wir noch eine ganze Strecke entfernt. Ergo haben wir gesagt, wenn jetzt uns eine solche Bank gehört, kriegt sie schneller und billiger Kredite. Wenn sie schneller und billiger Kredite bekommt, kann sie auch schneller und billiger Kredite vergeben und die Wirtschaft wieder ankurbeln. So einfach ist es. Es kann Ihnen keiner widerlegen. Niemand aus der FDP kann Ihnen sagen, dass das nicht stimmt. Sie sagen nur, dass Sie es nicht wollen. Und dann sage ich Ihnen, wonach wir uns gerichtet haben. Nach Schweden. Schweden ist genau diesen Weg gegangen. Und dann hat Schweden einen Teil der Banken behalten beim Staat und einen Teil haben sie wieder reprivatisiert. Aber sie haben diesen Teil erst reprivatisiert, als alle Steuermittel einschließlich der üblichen Zinsen wieder zurückgeflossen waren. Und nicht wie bei uns, dass die Schulden verstaatlicht werden und sie bezahlen und die Gewinne wieder privatisiert werden, so wie sich das die Bundesregierung denkt. Ich sage Ihnen deshalb die drei Beispiele, die mich auch ärgern. Also die IKB, Industriekreditbank. Sie wissen, die stand kurz vor der Pleite. Der berühmte Unternehmensberater Bauer meinte, die hätte man auch pleite gehen lassen können. Na schön, die Regierung wollte sie retten. Sie hat einen Betrag von 9,2 Milliarden Euro bereitgestellt. 9,2 Milliarden Euro. Nun müssen Sie wissen, dem Bund gehörten an der Bank 38%, 62% gehörten Privaten. Als es um diesen Betrag ging, haben sich die Privaten nicht gemeldet und gesagt, wir müssten ja davon 62% bezahlen. Das haben sie vergessen. Der Staat hat alleine die 9,2 Milliarden zur Verfügung gestellt. Dann ist die Bundesregierung auf die Idee gekommen, die IKB an eine Heuschrecke zu verkaufen. Schon passiert. Für 150 Millionen Euro. Da kamen die Privaten und sagten, Moment mal, davon gehören uns ja 62%. Ne? Die haben sie natürlich auch bekommen. Ist ja klar. So. Und dann frage ich den Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und sage, sagen Sie mal, wie haben Sie denn mit denen geregelt die Rückzahlung, wenn die wieder Gewinne machen? Nein, sagt er, eine Rückzahlung wird es nicht geben. Ja, ich bitte Sie, das ist doch nicht sein Geld.
Das gehört doch nicht Herrn Steinbrück. Das ist Ihr Geld. Wie kommt denn der dazu, dieser Bank einen solchen Betrag zur Verfügung zu stellen und nicht mal exakt zu vereinbaren, unter welchen Bedingungen, wie das Geld wieder zurückzuzahlen ist? Ich finde das ein Schwerstfall von Untreue. Ich sage das hier ganz deutlich. Jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel. Jetzt komme ich zum zweiten Beispiel, zur Commerzbank. Die war nur privat. Die Commerzbank hatte an der Börse noch einen Wert von 3 Milliarden Euro. Und sie stand kurz vor der Pleite. Was also machte die Bundesregierung? Sie stellte der Commerzbank einen Betrag von 18,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Das heißt, im Klartext hat die Bundesregierung von ihrem Geld, von ihren Steuergeldern, die Commerzbank über 6-mal bezahlt. Über 6-mal. 3 Milliarden war sie wert, 18,2 Milliarden haben wir zur Verfügung gestellt. Was gehört dem Bund jetzt an der Commerzbank? Ein Viertel, 25%, ohne Stimmrecht. Sie haben nichts zu sagen, nichts zu entscheiden. Sie dürfen nicht mitquatschen, gar nichts. Aber das heißt, wenn die Commerzbank wieder Gewinne macht, gehen 3/4 in private Hände und nur 1/4 zu den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Ich sage Ihnen, ich finde das indiskutabel. Wenn wir einen solchen Betrag zur Verfügung stellen, wäre doch das Mindeste gewesen zu sagen, dann gehört sie uns zu 100%, und zwar bis alles Geld wieder zurückgeflossen ist, einschließlich der üblichen Zinsen, wenigstens bis zu diesem Zeitpunkt. So, und jetzt komme ich noch ganz kurz zur Hypo Real Estate. Ich habe ja schon gesagt, 87 Milliarden, der größte Betrag, der in der Weltgeschichte je von einem Staat für eine private Einrichtung zur Verfügung gestellt worden ist, hat es noch nicht gegeben. Ist wirklich erstmalig. 87 Milliarden. Nun, jetzt gehört es ja auch dem Staat. Nun gab es einen Punkt, auch interessant. Da haben wir gesagt, bei dem Gesetz zur Verstaatlichung der Hypo Real Estate, haben wir gesagt, ja, lasst uns doch mal einen Punkt aufnehmen. Da steht gleich ein Paragraph drin, 6, Reprivatisierung. Und da steht drin, die Hypo Real Estate ist zu reprivatisieren bei nachhaltiger Stabilisierung. Was ist denn das, eine nachhaltige Stabilisierung? Da haben wir einen Änderungsantrag gestellt, übrigens das Land Berlin auch. Und der Änderungsantrag lautete, Sie sollen aufnehmen, die Reprivatisierung darf nur stattfinden, wenn durch die Reprivatisierung und durch vorherige Zahlungen alle staatlichen Mittel, die eingeflossen sind, einschließlich der üblichen Zinsen, wieder zurückgeflossen sind. Union und SPD haben das abgelehnt. Sie wollen das nicht. Sie wollen viel früher reprivatisieren. Und dann bleibt es dabei, dass Sie die Schulden tragen und die Gewinne wieder reprivatisiert werden. Das ist übrigens das, wovor Willy Brandt immer sehr gewarnt hat. Aber jetzt passiert es auch mit Hilfe der deutschen Sozialdemokratie. Das ist die Wahrheit.